Sie sehen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2005, aufgezeichnet bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden. Robert Gernhardt verstarb Ende Juni 2006. Er war Dichter, Karikaturist und Maler, Mitbegründer von Titanic, das endgültige Satiremagazin, und gehörte zur sogenannten Frankfurter Schule, der unter anderem auch Ludwig Pohth, Hans Traxler und F.K. Wächter angehören. Robert Gernhardt spricht zum Thema Leben im Labor über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Leben im Labor ist mein Vortrag überschrieben. Er hat eine Unterzeile über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Von einem Missverhältnis, ja einem Missstand soll hier die Rede sein. Von der Tatsache, dass es einerseits immer noch Dichter gibt, welche Gedichte nach allen Regeln der Kunst zu verfassen suchen, während sich andererseits immer weniger Menschen finden, die solche Gebilde so zu lesen verstehen, wie sie gelesen werden sollten. Das sind Behauptungen, die belegt werden wollen. Der Einfachheit halber beschränke ich mich auf meine Gedichte und auf meine Erfahrungen mit meinen Lesern oder einigen meiner Leser. Dabei sei nicht verschwiegen, dass ich mit meinen Sorgen und Erlebnissen nicht ganz alleine dastehe. Im März des Jahres 2003 bereits hat Harald Hartung, Professor für Literaturwissenschaft und Poet dazu, Bericht erstattet über einige Erfahrungen im Schreiben von Lyrik. So die Unterzeile seines Essays in der FAZ, dem das Blatt die folgende Titelzeile vorangestellt hatte: Der Türke im Automaten oder die verborgene Regel. Auch Hartung bemüht zu Beginn einen prominenten Kollegen und Gewährsmann. Er zitiert Gottfried Benz' zentralen Satz aus dessen Marburger Rede über Probleme der Lyrik. Der Satz lautet: Das neue Gedicht, die Lyrik, ist ein Kunstprodukt. Das habe sich in den letzten 50 Jahren nicht geändert, schreibt Hartung und folgert. Wir bleiben also bei der Lyrik und beim Lyriker, denn sonst müssten wir uns Dichter nennen. Das aber, sagt Hartung, sei ein Ehrentitel, der neuerdings wieder leichthin vergeben wird, weshalb er es denn lieber mit der Gewährsfrau und mit der Dichterin Hilde Domin hält, die den Lyriker in die solide Nähe der Chemiker, Physiker und Mathematiker rückt. Analog zum Mathematiker, der Mathematik betreibt, müsste der Lyriker demnach Lyrik betreiben. Doch so weit geht Hartung denn doch nicht. Auch sein Lyriker dichtet. Der Dichter aber lässt sich unschwer in die ehrbare Nähe von Richter, Schlichter und Sichter rücken, weshalb dieser Begriff in meinen Überlegungen keinen Titel, sondern einfach eine Berufsbezeichnung meint. Dichter ist, wer Gedichte schreibt. So viel Fraglosigkeit muss sein, da das Tun des Dichters fragwürdig genug ist. Der Einfachheit halber zitiere ich einige der Fragen und Repliken Harald Hartungs, bevor ich mich an eigenen Antworten versuche. Woher kommen Gedichte und kann man Gedichte planen? Was ist ihr Stoff? Kommen sie aus der Sprache oder aus der Welt? Geht die Form dem Gehalt voraus oder umgekehrt? Wann arbeitet man mit freien, wann mit vorgegebenen Formen? Kann man heute noch reimen? Hartung macht sich die Antworten nicht leicht. Häufig ziehen seine Fragen weitere Fragen nach sich. Die letzte seiner Eingangsfragen aber, die nach dem Reim, beantwortet er klipp und klar: Der Schluss liegt nahe, dass die ernsten Töne ohne das Reimspiel auskommen müssen. Ein Befund, dem ich energisch werde widersprechen müssen. Doch zuvor soll noch einmal Hartung das Wort und die Möglichkeit haben, einen weiteren Gewährsdichter zu zitieren. Ernste Gedichte oder solche, die ernst genommen werden wollen, müssen auf den Reim verzichten, sagt Hartung und fragt: Aber kommen sie ohne Versmaß aus? Verstheorie gilt als besonders unmusisch, dabei hat sie es gerade mit der Musik der Verse zu tun. Was aber kann an die Stelle des Reims und der abgemessenen Metren treten? Seit 40, 50 Jahren dominiert bei uns der freie Vers, der seine rhythmische Figur Zeile für Zeile neu findet, manchmal aber nur zu Zeilen abgeteilte Prosa ist. Flattersatz, wie der Drucker sagt.
Diesem freien Vers, alias Freivers, alias Vers libre, sei eine Geschmeidigkeit eigen, die der Willkür Vorschub leiste, merkt Hartung an. Die Form an sich biete keinen Widerstand. Welcher Ausweg bleibt da einem Verfasser von Gedichten, der sich Rilkes stolzem Diktum verpflichtet fühlt? Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre. Hartung hat die Lösung bei Valerie gefunden. Er zitiert aus dessen Cahiers: Die äußerste Verschwisterung der Form mit dem Inhalt wird am besten verwirklicht, indem der Form Bedingungen auferlegt werden, willkürliche, präzise, von außen kommende, jedoch verborgen, denen sich dann der Inhalt beugen muss, so wie ein Körper in einem Kraftfeld oder in einem gekrümmten Raum. Und das sind Zeilen, die Hartung mit eingeschränkt heftiger Zustimmung liest. Was mich sensationiert, ist nicht der Preis der Regeln und ihrer zeugenden Willkür, sondern die Parenthese im eben zitierten Satz, das jedoch verborgen. Regeln, ja, aber verborgene Regeln, die auch der geübte Leser nicht sofort erkennt. Solche Regeln sind auch dann wirksam, wenn der Leser sie nicht bemerkt. Hartungs Wort in Apolls Ohr. Meine Erfahrungen legen einen anderen Schluss nahe. Mit Hartungs abschließender Überlegung aber stimme ich weitgehend überein. Je rigider die verborgene Regel, umso größer des Autors Hoffnung, dass sie den poetischen Geist freisetzt. Ein triftiger Gedanke, der unter heutigen Dichtern nicht allzu populär sein dürfte. Wer sich in das Buch Das verborgene Alphabet vertieft, eine Anthologie von Gedichten der 90er Jahre, der wird selten auf erkennbare oder erkennbar verborgene Regeln stoßen. Reim, Metrum, Strophe sind so gut wie ganz und gar einem Freivers gewichen, der keine formalen Rätsel aufgibt. Dafür sind die Mitteilungen häufig umso rätselhafter. Oder sollte ich sagen verrätselter? Kreisen die Inhalte oft um ein Mysterium oder sind sie schlicht mysteriös? Äußern sich die Dichter äußerst geheimnisvoll oder müsste es heißen geheimnistuerisch? Pocken, Pessoa, ein Kratzen auf weiß gewesenem Marmor, Kleinpflaster, Geschlängel des Auges, Koksschwarz, der Ferse juckende Haut auf Schiffen geschleppt, von Indien Macao, Wochen. So liest sich der Beginn eines wahllos herausgegriffenen Gedichts der 90er Jahre. Ein von Michael Speyer verfasstes Poem, dem auch der Laie das Prädikat modern nicht verweigern wird. Der Fachmann aber wundert sich darüber, dass das moderne Gedicht seit rund 50 Jahren im Fahrwasser von Formarmut bis Formlosigkeit dahintreibt. Hat er doch aus Hugo Friedrichs Standardwerk Die Struktur der modernen Lyrik, einem Buch der 50er Jahre, gelernt, als Ahnherrn aller neuen Lyrik Charles Baudelaire anzusehen. Einen Dichter also, der die Regel nicht nur befolgte, sondern rückhaltlos feierte. Ganz offensichtlich sind metrische Gesetze keine willkürlich erfundenen Tyranneien. Sie sind Regeln, die vom Organismus selber gefordert werden. Niemals haben sie der Originalität verwehrt, sich zu verwirklichen. Das Gegenteil ist unendlich viel richtiger, dass sie immer der Originalität zur Reife verholfen haben. Ein Immer, das nimmer gilt. Der poetische Zeitgeist rebelliert gegen die Regel, mag sie einstmals noch so sehr vom Organismus des Geistes gefordert worden sein. Und das hat Folgen, nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Rezeption von Gedichten. In dem Maße, in dem Liebhaber von Lyrik und bestallte Leser, also Kritiker, sich daran gewöhnten, dass die moderne Lyrik formal in der Regel wenig Rätsel aufgab, übten sie sich darin, das im freien Vers ausgebreitete, oft kollagierte, nicht selten Spezialbehandlungen unterworfene Sprachmaterial, Zeile für Zeile, daraufhin abzuklopfen, was uns der Dichter damit nun schon wieder sagen wollte. Je hermetischer, ungewohnter, der Alterssprache entrückter die Metaphern, Bilder und Worte des Poems, desto mehr gab es zu deuten und desto gewisser konnte der Deutende sein, es mit einem wirklich modernen Gedicht zu tun zu haben. Das aber, wir erinnern uns an Gottfried Benns Schlüsselsatz, ist ein Kunstprodukt. Eine Feststellung, die die Gegenfrage provoziert, was denn das traditionelle bzw. das alte Gedicht gewesen sei. Etwa ein Naturprodukt.
Es hat ganz den Anschein, als Ben 1952 in Marburg vom neuen Gedicht sprach, zählte das bereits rund 40 Lenze. Ben meinte damit die Lyrik seiner Generation. 1912 hatte er, Ben, seinen ersten Gedichtband Morg veröffentlicht, der mit einigen Gedichten einsetzt, die in Inhalt und Form all das aufkündigten, was ein Freund der Poesie von Gedichten bis dato erwarten durfte. In reimlosen Zeilen, links bündig, rechts flatternd, wird von Begebenheiten berichtet, wie sie unpoetischer kaum denkbar sind. Das Gedicht »Kleine Aster« beispielsweise beginnt mit der Zeile »Ein ersoffener Bierkutscher wurde auf den Tisch gestemmt«. Das ist von einer kalkulierten Kunstlosigkeit, die naturgemäß jedweder Naivität entbehrt, und jeder Leser weiß, dass Gottfried Benn dazu imstande war, in den Folgejahren ganz andere, kunstvoll aus disparatestem Sprachmaterial aufgeladene Zeilen und Gedichte zu schreiben, berauschende, vom Wallungswert der Worte hochprozentig gesättigte Cocktails. Lockerungen, es vollzieht sich Freigebärung, lose leuchten Tiere, Felsen, hell entzwecktes Veilchenstreifen, laue Schädel, wiesenblütig. Das sind Zeilen aus dem Gedicht »Kretische Vase«, in das Ben zum krönenden Abschluss auch einen Schuss Gereimtes mischt. Welle gegen Starr und Stirn glühe tiefer Bacchanale gegen die Vernichtungsmale Aufwuchs- und Bewusstseinshirn. Ben wusste noch vom Reim, auch wenn er ihm wenig mehr abverlangte bzw. abtrotzte als die meist kreuzgereimte vierzeilige Strophe, bevorzugt daktylisch gefüllt. Für Hartung ist er der Letzte, der um den Preis von Sentiment und Sentimentalität den Reim als Form von Ernst, ja Pathos, eingesetzt hat. Jemand wie Ben, der immerhin eine der Suggestionstechniken des alten Gedichts in modester Form für das moderne Gedicht nutzte, einem solchen Dichter sage ich, hätte eigentlich bewusst sein müssen, dass sich altes und neues Gedicht in einem Punkt in nichts nachstanden, in ihrer Eigenschaft als Kunstprodukt. Wie immer, in einem sind sich Verächter und Verklärer der tradierten poetischen Ordnungssysteme einig darin, dass all diese Regeln ihre Zeit gehabt haben und für das Gedicht unserer Zeit, für das Kunstprodukt also nichts mehr hergeben, es sei denn, man nutzt sie mit ironischem Vorzeichen zu Zwecken der Belustigung. Und das sind, wie ich überzeugend darzulegen hoffe, sämtlich Irrmeinungen. Beginnen wir mit der Prüfung dessen, was der Reim noch so alles zu leisten imstande ist. Hartung war, wie wir uns erinnern, zum Schluss gekommen, dass Reimspiel und Gedicht ernst einander ausschlössen. Als Beweis führt er ein Sonett aus eigener Feder an, von dem er sagt, es betreibe die ironische Reduktion auch in der Verkürzung seiner Zeilen. Das Sonett wird zum ironischen Lied. Dieses sonetthafte Lied ist Satura überschrieben und beginnt mit den Zeilen: Der Puls ist noch palpabel, das Hirn noch sporogen, doch zwischen Kalb und Kabel will uns kein Gott entstehen. Das kommt zweifellos munter daher, und richtig witzig wird es, wenn Hartung die Terzette des Sonetts mit den Worten einleitet: Vom Ein zum Appenzeller, das war wohl der Moment, als würde alles heller. Dennoch will mir partout nicht einleuchten, es sei der Reim, der diesem Unernst Vorschub leistet oder ihn gar hervorruft. Fragwürdige, alliterierende Antithesen wie Kalb und Kabel belustigen, die Entwicklungslinie vom Ein- zum Appenzeller erheitert, doch das täten sie auch in ungereimten Textzusammenhängen. Der Reim hat ein Doppelgesicht. Bestimmte Reimtechniken jedoch sind eindeutig auf komische Wirkungen aus, auch wenn nicht immer zum Lachen. Die bekannteste dieser Techniken ist der Schüttelreim, und ihm widerfuhr, was Hartung dem Reim in Toto nachsagt. Hatte Konrad von Würzburg ihn, also den Schüttelreim, Ende des 13. Jahrhunderts allen Ernstes in geistlicher Dichtung einsetzen können, so signalisiert der Schüttelreim seit dem 19. Jahrhundert derart geballten Unernst, dass ich mich in den 70er Jahren an einer Parodie dieser noch von Sigmund Freud als witzig gerühmten, in der Folgezeit jedoch immer weiter ausgelaugten Komikerzeugungsmethode versuchten. Ich schrieb einen Vierzeiler, ein Schüttelreim mit Fußnoten. Ich will Gerlinde Stanken freien, Fußnote zu Stanken, die Tochter Ludwig Stankens, rief wütend Graf von Frankenstein,
Darum brauche ich den Krankenschein, sonst reiße ich alle Schranken ein. Fußnote zu Schranken, volkstümlich für Schranken. Laut Alfred Liede, dem hochgelahrten Verfasser von Dichtung als Spiel, Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache, kennzeichnet den Schüttelreim, dass er meist bloß die Anfangsbuchstaben eines erweiterten oder verdoppelten Reims vertauscht, Sonne winkt, Wonne singt. Verwandt mit solch einem erweiterten Reim sind, was die Wirkung betrifft, Doppelreim und vokalischer Halbreim. Auch Ben verschmähte solche Reimspiele nicht, als er dem Künstler und Mann ein Denkmal setzte. Als ihm graute, schuf er einen Fetisch, als er litt, schuf er die Pietà, als er spielte, malte er den Teetisch, doch es war kein Tee zum Trinken da. Ob Ben sich wohl der unfreiwilligen Komik dieses Doppelreims bewusst war? Heinrich Heine jedenfalls wusste, was er tat, als er gut 100 Jahre vor Ben ästhetisch auf Teetisch reimte. Und als ich rund 30 Jahre nach Bens Gedicht Wirklichkeit mit einem Doppelreim beschenkt wurde, da zögerte ich geschlagene 20 Jahre, bevor ich das zweifelhafte Geschenk annahm und etwas aus ihm machte. Seit den 70er Jahren führe und fülle ich Arbeitshefte. Ende der 70er bereits findet sich die Eintragung, werd ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Einem geschenkten Reim schaut man nicht in den Schlund, also nahm ich die Herausforderung an. Ich sorgte qua Thema und Picasso für ausreichende Fallhöhe und schon konnte das Doppelreim gesteuerte Gedicht seine Fahrt aufnehmen. Sehr geehrter Kunsthändler Kahnweiler, schreibt Picasso, wir hatten einen Deal gemacht, der hat bis jetzt nicht viel gebracht. Erst habe ich blau in blau gemalt, sie haben äußerst mau gezahlt. Dann habe ich es mit Rosé versucht, doch nichts im Portemonnaie verbucht. Nun also wären Kuben dran, sie schaffen nicht mal Tuben ran. Werd ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Ja. Wir überspringen 11 weitere reiche Reimpaare und enden mit dem PS des Schreibens. PS, ein Vorschlag zur Güte. Zunächst wird kräftig angezahlt, so dann wird wie Cézanne gemalt, der Gegenstand wird klein gehackt und so viel Schotter eingesackt, dass jeder, der Picasso kennt, ihn nur noch Herrn Incasso nennt. Neben Schüttel- und Doppelreim kann der bewusst falsch gewählte oder unbewusst verquälte Reim Lachen auslösen, freilich nur bei dem, der vom korrekten und unangestrengten Reim weiß. Unfreiwillige Komik ist die Folge, wenn Friedrich Schiller in seinem Gedicht Der Gang nach dem Eisenhammer einen reichlich selbstherrlichen Dativ zu Kunigunde bildet, nur damit die sinistre Ballade ihren Lauf nehmen kann. Wer hebt das Aug zu Kunigunden? Nun ja, ich spreche von dem Blonden. Angeregt von solchen Erheiterungen habe auch ich mir hin und wieder die Aufgabe gestellt, ein gutes, schlechtes Gedicht zu verfassen. Einmal entstand sogar ein ganzer Offensiv als humoristischer Gedichtzyklus untertitelt Der Vierteiler, als dessen Held ein gewisser Pomp Fritz figuriert. Ich will Sie nur mit 4 Zeilen molestieren. Pomp Fritz gab seinen Lebenslauf schon um die Mitte 40 auf. Begründend dies sprach er, ich steh mehr auf nem geruhsamen Lebensgeh. Das sind Reime aus den frühen 70er Jahren, die ich rund 10 Jahre später ins Feld führte, als Marcel Reich-Ranitzky sich weigerte, mein Gedicht der, Klammer auf und, Klammer zu, beugsame so zu drucken, wie ich es niedergeschrieben hatte, mit einem eingeklammerten un nämlich. Und auch weitere Klammern fanden nicht seine Gnade. Den beugt keine Macht der Welt, Klammer auf, außer Geld, Klammer zu. So beginnt das Gedicht und das missfiel dem Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Klammern zeugten von niederer Komik und fehlendem Stilgefühl. So etwas könne man in der Frankfurter Rundschau schreiben. Die lasse ja auch die grässliche Wortballung und / oder zu. Worauf ich den Beweis zu erbringen suchte, ich hätte nicht zum ersten Mal, siehe dem Pomp Fritz-Zyklus, den habe ich dann wirklich beigelegt meinem Schreiben und an Reich-Ranitzky geschickt,
nicht zum ersten Mal versucht, gute, schlechte Verse zu schreiben. Was Reich-Ranicki jedoch mit der Entgegnung abschmetterte, es gebe gute Verse oder schlechte Verse, gute, schlechte Verse, aber seien eine Schutzbehauptung von schlechten Dichtern, die keine guten Verse zu schreiben in der Lage seien. Aber so schrieb er einlenkend, ohne die Klammern sei mein Gedicht gar nicht schlecht, er habe es bereits bereinigt, im Satz gegeben, ob ich mit der beigelegten klammerfreien Fassung einverstanden sei. Da nun hieß es, Dichterstolz vor dem Literaturpapst drohen zu beweisen, und ich darf sagen, dass ich die Prüfung bestanden habe. Im Namen des guten, schlechten Gedichts verzichtete ich auf den Ruhm, mich in dem Intelligenzblatt gedruckt zu sehen, ebenso wie auf das Honorar von plus minus 200 Mark. Ein wahrhaft unbeugsamer und kein, Klammer auf, un, Klammer zu, beugsamer. Nun das Gedicht in voller Länge, den beugt keine Macht der Welt, Klammer auf, außer Geld, Klammer zu. Päpste, Kaiser, Diktatoren haben bei ihm nichts verloren. Kritiker und Kurtisanen lässt er ihre Grenzen ahnen. Alte Bräuche, gute Sitten, nie beachtet, stets geschnitten, Klammer auf. Aber zeigt, wer eine mag, schwankt er stark. Reicht man zudem einen Schein, lenkt er ein. Schickt man gar noch einen Scheck, ist er weg. Klammer zu. Hatte bereits... Dankeschön. Ja, ich finde auch, diese Standhaftigkeit, die hat einen kleinen Applaus verdient, aber wir wollen es nicht übertreiben. Hatte bereits das gute, schlechte Gedicht den kundigen Leser gebraucht, so fordert die vorsätzliche Reimverweigerung noch mehr. Den Mitreimer, der nicht einmal damit rechnen kann, für seine Anstrengung in jedem Fall mit einem Lachen belohnt zu werden. Grob, aber wirkungsvoll hat der Volksmund das Prinzip auf den Punkt gebracht. Da kam ein großer Barsch und biss ihn in den Arm. Deutlich subtiler nutzt Goethe dasselbe Muster, wenn er im westöstlichen Divan der Morgenröte nicht das naheliegende Reimwort Goethe folgen lässt, sondern auf Hatem ausweicht. Du beschämst wie Morgenröte jener Gipfel ernste Wand und noch einmal fühlet Hatem Frühlingshauch und Sommerbrand. Also hier der grobe, von jedermann leicht zu korrigierende Unreim Barsch Arm, hier die lediglich vom Kenner korrekt zu ergänzende Paarung Goethe-Hatem. Dazwischen erstreckt sich ein Spielraum, der trotz reizvoller Möglichkeiten keineswegs ausgereizt und kartografiert worden ist. Ein weiteres Gedicht von mir fängt folgendermaßen an. Es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Klang, der viel zu viel verspricht, jedoch erhält es auch. Schüttelreim, Doppelreim, Schlichtreim und Nichtreim. Alles schön und gut, höre ich nun einwenden, aber doch wohl kein triftiger Beleg dafür, dass der Normalreim zu anderem als unernst taugt. Richtig, stimme ich zu. All die bisher angeführten Reimvarianten enthalten ein teils stärker, teils schwächer ausgeprägtes Komikpotenzial. Und das ist auch der Grund, warum ich sie vorgeführt habe. Um vor der Folie dieser Extravaganzen zu verdeutlichen, dass es sich beim schlichten Reimspiel anders verhält. Ob das nun ernst oder unernst transportiert, hängt allein von dem ab, was uns der Dichter mitteilen will. Nicht einmal das Thema erlaubt einen Hinweis darauf, welche Richtung das Gedicht einschlagen wird. Der schlichteste und üblichste Reim unseres Sprachraums ist der paargereimte vierhebige Zweizeiler. Zwei Tiergedichte mögen belegen, was dieser Reim mitzuteilen vermag. Beginnen wir mit der Meise. Seht sie an die Meise, trinkt sie, baut sie Scheiße, da grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Auch im nächsten Gedicht geht es um einen Vogel. Bei Lesungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass der erste Zweizeiler als komisch missverstanden werden kann. Doch das legt sich zuverlässig bei den folgenden Strophen. Wie hilflos der Spatz auf der Straße liegt, er hat soeben was abgekriegt. Da hebt das den Kopf, was erledigt schien, könnten Spatzen schreien, der hätte geschrien. Der hätte gebettelt, erlöse mich, der Erlöser wäre im Zweifelsfall ich. Ist sonst niemand da, die Straße ist leer, der Wind weht leicht und der Spatz macht's mir schwer. Wen leiden zu sehen, ist nicht angenehm, wenn wer sterben will, ist das sein Problem. So rede ich mir zu und gehe rascher voran, ein Glück, dass ein Spatz nicht schreien kann. Vom Regisseur Ernst Lubitsch heißt es, er habe vor dem Drehen seiner Filme zwei Fragen zu stellen gepflegt. Wie hat man eine solche Situation bisher gelöst und wie kann man es anders machen?
Auf den gereimten Vierzeiler bezogen heißt das, üblicherweise wird unterbrochen gereimt A, B, C, B oder es wird Kreuz gereimt A, B, A, B oder umarmend A, B, B, A. Warum nicht den Kenner mit der Variante A, B, B, C überraschen und dem Laien das Gefühl vermitteln, er habe ein irgendwie reimloses Gebilde mit sparsamer Reimeinwaage vor sich. Im lichten Park von Hernsheim schreit's, lang war es kalt, nun schmilzt der Schnee, quer über den Weg ein Defilé von Wasserhühnern, oben kreischt's. So beginnt also eins der Gedichte, im Schlosspark von Hernsheim überschrieben. Üblicherweise reimt beim unterbrochenen Reim die vierte Zeile auf die zweite. Warum nicht mal zur Abwechslung die dritte auf die erste reimen lassen? In Nürnberg ging es auf Reisen, doch erst nach langem Warten. Die zwei waren am Vereisen, als sie den Zug bestiegen. Das Gedicht trägt die Überschrift, er beobachtet ein Paar auf der Fahrt Nürnberg-Regensburg. Ebenfalls in einem Zug notierte ich das, was ich im Vorbeifahren am 21.03.2001 beobachtete. Und das war die Werra vor Kassel. Sehr tröstlich am Wasser entlang zu gleiten, Wasser, in welchem sich Stämme spiegeln, Stämme dabei sich zu belauben, Laub, welches hilft, an den Frühling zu glauben, Frühling geschickt, den Trost zu besiegeln, Trost, welchen Bäume am Wasser bereiten. Das ist ein Reimschema, für das ich keine eingeführte Bezeichnung weiß, weshalb ich mich mit dem Begriff Spiegelgedicht behelfe. Die sechs Zeilen reimen A, B, C, C, B, A. Nach der dritten Zeile haben wir uns demnach eine Spiegelachse vorzustellen. Sie könnte natürlich auch erst nach einer vierten Zeile eingezogen werden. A, B, C, D, D, C, B, A. Und wie ich vom deutschen Dichter Steffen Jacobs erfuhr, hat der englische Dichter Philipp Larkin ein solches Gedicht bereits geschrieben. Wäre auch ein Spiegel nach der fünften Zeile denkbar, fragten sich Jakobs und ich. Nach der sechsten, siebten, achten, anders gefragt, wann lägen die erste und die letzte Zeile so weit auseinander, dass der Leser keinen Reimzusammenhang mehr erinnern würde? Und welchen Effekt hätte das langsame An- und Abschwellen der Reimwirkung bei entsprechender Zeilenmenge des Spiegelgedichts? Die Antwort bleibt einer Praxis vorbehalten, zu der sowohl Jakobs als auch mir bisher Zeit und Kraft fehlten. Der Reim, wir haben davon gehört und wir haben es hören können, lässt sich dosieren, von der vollen Kanne des Doppelreims bis zur geradezu homöopathischen Verdünnung. Es wäre niemandem zu verübeln, nähme er die Reime des nachfolgenden Gedichts nicht wahr. Sie zu überlesen ist vermutlich noch leichter, als sie zu überhören. Aber es gibt sie und bevor jemand lange nach der verborgenen Regel des 16-zeiligen Dialoggedichts sucht, verrate ich die Fundstellen lieber gleich selber. In dem ansonsten reimlosen Gebilde reimt die 12. auf die 4. Zeile und die 16. auf die 8. Es ist ein Gespräch, zwei Menschen reden miteinander, der eine hat allerdings nur den Schlusssatz noch zu liefern. So könnte es in den Tod gehen, längst liegt der Weg im Schatten, da fällt aus einer Schneise zur Rechten helles Licht. Die vor dir gehen, erglühen, sie öffnen ihre Arme, das Licht fasst ihre Körper, durchdringend und goldrot. Nach kurzem Stehenbleiben zieht es sie in die Schneise, sie fliegen in das Leuchten, das hemmte Schwerkraft nicht. Da legst du einen Schritt zu, nichts kann dich mehr beschweren, so kurz vor der Erleuchtung, so geht's nicht in den Tod. Gereimtes muss nicht metrisch strukturiert bzw. einem durchgehend einheitlichen Metrum unterworfen sein, ebenso wenig wie eine metrisch gegliederte Strophe der zusätzlichen Klammer des Reims bedarf. Doch doppelt genäht hält bekanntlich besser und je mehr Nähte ein Gedicht zusammenhalten, desto haltbarer dürfte es geraten. Als kurze Mitteilung steht das Gedicht und mit ihm sein Dichter unter besonderem Rechtfertigungsdruck. Während ich einem Romancier gut und gerne 50 Seiten einräume, bevor ich mich ernsthaft frage, warum erzählt er mir das oder muss ich mir das noch länger anhören, will ich beim Lesen eines Gedichts sehr viel rascher wissen, woran ich eigentlich bin. Das Gedicht ist das Telegramm unter den literarischen Gattungen. Wer sich kurz fasst, muss mir entweder etwas sehr Wichtiges mitzuteilen haben oder das, was er mir mitzuteilen versucht, zumindest wichtig erscheinen lassen. Da ist die Kunst der Rhetorik gefragt. Und weil alle poetischen Regelsysteme mit dieser Kunst verbandelt sind, hat ihr gezielter, bei Bedarf auch geballter Einsatz noch keinem Gedicht geschadet. Wobei auch bei metrischen Regeln gilt, dass es keineswegs damit getan ist, überkommene und übernommene Vorbilder nachzuahmen.
Stattdessen sollte auch hier stets das Lubitsch-Prinzip bedacht und erprobt werden, wie kann man es auch anders machen. Das möchte ich an vier Gedichten verdeutlichen, wobei ich mich der Kontinuität und der Einfachheit halber auf vierzeilige Strophen beschränken werde. Das erste Beispiel verbindet umarmenden Reim mit einer metrischen Abweichung in der dritten Zeile jeder Strophe. Die weist im Gegensatz zu den anderen dreihebigen Zeilen vier Hebungen auf, was ihr eine gewisse Beschleunigung und der Folgezeile einen abbremsenden Charakter verleiht. Die Sonne stand schon tief, der Strand war weit und leer, schräg ging mein Schatten vor mir her, indes da deine lief. Das nächste Beispiel werde ich zur Gänze zitieren müssen, da anlässlich die Botschaft des Rollengedichts nicht in voller Penetranz vermittelt, aber hören wir zunächst nur die erste Strophe. Mit langen Schritten über große Terrassen gehen, über solche, die einem gehören natürlich, das ist ein Gefühl, meine Liebe, unübertroffen. Wer aus dieser Rede trotz aller Großspurigkeit eine gewisse Kurzatmigkeit heraushört oder herausliest, hört bzw. liest richtig. Der Effekt rührt daher, dass die vier Zeilen einem konstanten Hebungsschwund unterworfen sind. Was fünfhebig beginnt, endet zweihebig. Das wiederholt sich von Strophe zu Strophe. Zugleich kann ich von einer weiteren Wiederholung berichten. Auch bei diesem Gedicht waren Marcel Reich-Ralitzky und ich geteilter Meinung. Doch nicht an der Form, am Inhalt stieß sich der Literaturchef. Der Mann sage ja in der letzten Zeile genau das, was er bereits zu Beginn mitgeteilt habe. Diesmal verzichtete ich auf eine Erwiderung und so hat der Kritiker bis heute nicht erfahren, dass mich der Schluss gerade durch seine Übereinstimmung von Form und Inhalt erfreut hatte. In dem Maße, in welchem dem Sprecher die Hebungen abhanden kommen, gehen ihm auch die Sprüche aus. Sie haben den ersten Vers noch in Erinnerung. Es geht also weiter. Sagen Sie nichts, entziehen Sie nicht Ihre Hände, lassen Sie sie verschränkt in den meinen. Diesen Moment, meine Schöne, ersehnte ich lange. Gehen wir ins Haus, nun wird es doch merklich kühler. Zeit für einen Kamin und ein Schlückchen da lang, quer über jene Terrasse, übrigens meine. Woher kommen Gedichte und kann man Gedichte planen, hatte Hartung gefragt. Bei keinem meiner Gedichte fällt mir die Antwort leichter als bei dem folgenden schlichten Vierzeiler. Während einer Schlafzerreißung hatte ich mir überlegt, was wohl die Folge wäre, wenn die Volksliedstrophe nicht wie gehabt und laufend durchgeführt von 4:3 Hebungen alternieren würde. Sondern mal folgendermaßen: vierhebig, dreihebig, dreihebig, vierhebig. Skandierte ich vor mich hin und fühlte mich von einem wehen Klang angerührt, zu dem es nur noch die rechten Worte zu finden galt. Das geschah bei Tagesanbruch. Es wollte ein Vogel wohl hoch ins Blau, er hatte keine Federn, er hatte keine Flügel, er wird nicht weit gekommen sein. Aus dem Albanischen setzte ich unter die Zeilen. Heute sind sie Teil eines kleinen Zyklus, der mit des Knaben Plunderhorn überschrieben ist. Angesichts eines solchen unter, wie ich es gerne einräume, recht simplen und möglicherweise sterilen Laborbedingungen gezeugten Gedichts, mag der Eindruck entstehen, der moderne Freivers stünde dem unverstellten Naturlaut sehr viel näher als das traditionelle Regeln unterworfene Gedicht. Und angesichts der Tatsache, dass Dichter vergangener Jahrhunderte immer dann strenge Formen gewählt haben, wenn sie überwältigende Gefühle mitteilen wollten oder mussten, mag die Frage aufkommen, ob beispielsweise Schmerz, Trauer und Klage überhaupt einen adäquaten Anlass für Reim- und Formspielereien darstellen. Als der junge Goethe des verstorbenen Theaterschreiners Mieding gedachte, tat er das in 23 Strophen. Als der gealterte Dichter seine Frau Christiane verlor, verfasste er den folgenden Vierzeiler, den er mit dem 6. Juni 1816 überschrieb. Du versuchst, o Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu scheinen, der ganze Gewinn meines Lebens ist ihren Verlust zu beweinen. Als ich diese Zeilen das erste Mal las, wehte mich ein Gefühl des Ungehörigen, geradezu Skandalösen an. Da ringt einer angesichts des Todes nicht um Worte, er findet sie ohne langes Suchen. Da verliert einer unmittelbar nach dem Verlust
seiner Frau nicht die Fassung, sondern gibt sich mit einer Fassung eines Trauergedichts zufrieden, das nicht der Routine entbehrt. Vom Kreuzreim über die Anrufung der Sonne bis zum rhetorisch wenig originellen Gegensatzpaar Gewinn-Verlust. Freilich wirkte Goethes gereimtes Gedenken weniger skandalös, wenn es länger und origineller wäre. Rührt das Gefühl des Ungehörigen nicht daher, dass jede Formung und alle Formulierung Distanz voraussetzt, einen Abstand, der bestenfalls dann zulässig ist, wenn er sich im Laufe der Zeit herstellt, jedoch nicht vor Ort und noch ganz im Banne des Geschehens? Baudelaire hat diese Frage ganz und gar zugunsten der Form entschieden. Es ist das wunderbare Vorrecht der Kunst, dass das Schreckliche kunstvoll ausgedrückt zur Schönheit wird und dass der rhythmisierte, gegliederte Schmerz den Geist mit einer ruhigen Freude erfüllt. Dem ist hinzuzufügen, dass das Gedicht innerhalb der Künste ein weiteres Privileg sein eigen nennt. Es ist das durchaus zweischneidige Vorrecht des Dichters, jede sich bietende Gelegenheit zum Dichten beim Schopf zu ergreifen, ob sie nun zu besingen ist oder zu beklagen. Auch das eine Folge der Tatsache, dass die Gattung eine Kurzform ist, während die Literaturlexika von keinem Gelegenheitsroman und keinem Gelegenheitsdrama wissen, zählt das Gelegenheitsgedicht zu den legitimen Mitteln, unmittelbar auf Höhen und Tiefen des Lebens zu reagieren. Dass dies formvollendet geschehen sollte, hat nicht nur Baudelaire gefordert. Auf weniger feierliche Weise meint Wilhelm Busch das Gleiche, wenn er von seinen Gedichten sagt, sie seien vom Leben geglüht, mit Fleiß gehämmert und nicht unzweckmäßig zusammengesetzt. Das Leben heißt, es schreibe die besten Geschichten. Dass es auch brauchbare Gedichte zu verfassen in der Lage sei, ist noch nicht behauptet worden. Trotzdem gibt es gute Gründe zur Annahme, einige der bedenkenswerteren Gedichte verdankten sich einem Joint Venture von Leben und Labor. Davon soll der folgende aus dem Dichterleben gegriffene Werkstattbericht künden. Ein Beispiel, über dessen Qualität andere befinden mögen, da ich es lediglich seiner Machart und seiner Erstehungsgeschichte wegen erzähle. Das Gedicht ist die Katze überschrieben. Es handelt von den letzten Stunden eines Tieres, das uns jahrelang die Ehre gab, wenn wir, meine Frau und ich, den Arbeitsplatz in das toskanische Bauernhaus verlegten. Als diese Katze, Schimmi genannt, im Juni 1997 das letzte Mal ins Haus kam, erschraken wir. Erst nahmen wir den Geruch von verrottendem Fleisch wahr, dann die verwurmte offene Wunde am Hals. Wir riefen den Tierarzt an, die Wartezeit überbrückte ich damit, das ruhig daliegende, schnurrende Tier noch einmal zu zeichnen. Als der Arzt das sich trotz der schweren Verletzung zur Wehr setzende Tier eingefangen und in seine Florentiner Praxis gebracht hatte, schrieb ich die ersten vier Zeilen eines Gedichts, von dem ich nicht die geringste Vorstellung hatte, welchen Verlauf es nehmen würde. Doch daran war ich gewöhnt. Häufig sind Gedichte vorerst Suchbewegungen. Und etwas hatte ich ja bereits gefunden, eine ungereimte, vierzeilige, metrisch anspruchslose Strophe. Als ich spürte, dass es ans Sterben ging, kam die Katze nochmal ins Haus. Sie lag und schnurrte und stank bis zur Mittagsstunde. Dann holte der Tierarzt sie ab. Nachdem uns der bedauernde Anruf des Tierarztes erreicht hatte, schrieb ich eine weitere Strophe, in welcher ich zwei Weichen stellte. Ich beschloss, die letzten Stunden der Katze in berichtenden Versen zu begleiten, und ich stieß auf eine Regel, die fortan zu berücksichtigen ich mir vornahm. Drei Stunden später rief er an, da sei leider nichts zu machen, die Würmer bereits in Lunge und Kopf, ob er ihr die Spritze geben dürfe. Ich hätte Schwierigkeiten, sollte ich besagter Regel einen Namen verpassen. Dem flüchtigen Leser oder Hörer mag sie verborgen bleiben. Dem, der einmal auf sie gestoßen ist, dürfte sie fast plakativ vorkommen. Gemeint ist das Wort Stunde. Der Mittagsstunde der ersten und den drei Stunden der zweiten Strophe folgten in 10 weiteren Strophen 10 vergleichbare Hinweise, ob sich das Paar nun stundenlang der mittlerweile unter die Erde gebrachten Katze erinnert oder ob der Erzähler in der letzten Strophe solo Bilanz zieht. Sie ging zu Bett, er leerte die Flasche, da fiel sein Blick auf sein Knie, dieses glatte Fleisch, er würde es anders sehen von Stund an. Wenn Harald Hartungs Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik ein Vorwurf zu machen ist, dann der, dass er zu wenig aus seinem ganz speziellen Lyrikkästchen hervorkramt. Gerade mal eine seiner verborgenen Regeln legt er offen. Er arbeitet gerne nach dem Dezimalsystem. Im Falle eines von ihm angeführten Beispiels aus dem Zyklus Blätter für Zachäus
bedeutet das, das Gedicht besteht aus 10 Zeilen, die Zeile jeweils aus 10 Silben. Mehr davon kann ich nur sagen. Von wem soll und kann der Dichter etwas über das Dichterhandwerk erfahren, wenn nicht vom Dichter? Je mehr ich über Regeln weiß, offene und verborgene, desto besser. Sei es, weil Wissen Lust macht, so etwas auch mal zu versuchen, sei es, weil es den Wissenden der Mühe enthebt, sich in dieser Richtung zu betätigen, ist ja Gottlob alles schon probiert worden. So weiß sich beispielsweise jeder deutschsprachige Dichter der Aufgabe enthoben, ein monovokales, O-gestütztes Gedicht zu schreiben, seit Ernst Jandl mit Ottos Mops dieses Problem zur allgemeinen Freude gelöst und zugleich ein schönes Exempel statuiert hat, wie eine einleuchtende Regel jenseits von Reim und Metrum auszusehen vermag. Die Einvokaligkeit kann als abgehakt gelten, doch gilt das auch für die Einsilbigkeit. Im Laufe von mittlerweile fast 50 Dichterjahren habe ich es auf 3 Gedichte mit ausschließlich einsilbigen Wörtern gebracht. Eine Zeit lang wähnte ich, ich sei der einzige Einsilbler deutscher Sprache, bis ich, Fluch der Belesenheit, auf eine Sonettparodie von Johann Heinrich Voss stieß, die lange vor mir strikte Einsilbigkeit exerziert hatte. Das komplette Klinggedicht lautet: mit Prall, Hall, Sprüht, Süd, Trall, Lall, Lied, Kling, Klang, Singt, Sing, Sang, Klingt. Der Süden hat auch bei einem meiner einsilbigen Gedichte Pate gestanden. Nachdem er durch Rom gegangen war, lautet der Titel des Poems, dessen erste Zeilen mir, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nicht beim Gehen durch die ewige Stadt, sondern beim Radeln durch Rom in den Sinn kamen, weshalb ich deren Einsilbigkeit auf den so kurzen wie monotonen Pedaltritt zurückzuführen geneigt bin. Arm eng, arm schlecht, arm grau, arm dicht, reich weit, reich schön, reich grün, reich Licht. Die erste von 3 Strophen, alle einsilbig. Die Regel allerdings entbirgt sich nicht unmittelbar dem Hörer. Jedenfalls stießen bei Lesungen geäußerte Nachfragen meinerseits auf das geballte Schweigen eingeschüchterter Zuhörer. Ob das an meiner Strenge gelegen hat oder an der Strenge der Regel, allen Eingeschüchterten möge eine schlichte Erfahrung Mut machen. Kein Spiel ohne Regel, keine Regel ohne Schummeln, ohne Foul, ohne, wenn es denn sein muss, eiskalten Regelbruch. So hielt ich es, als ich mir aus Jux und Dollerei vorgenommen hatte, ein 17-Worte-Gedicht zu schreiben. Und bereits bei der 3. Zeile merkte, dass der Vorsatz baden zu gehen drohte. Meine Reaktion: ein 30-Worte-Gedicht. 17 Worte schreibe ich auf dies leere Blatt. 8 habe ich bereits vertan, jetzt schon 16 und es hat längst mehr keinen Sinn. Ich schreibe lieber 30 hin. Doppelpunkt 30. Das ist dann tatsächlich auch das 30. Wort. Das ist nachzuzählen. Sie sahen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2005, aufgezeichnet bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden. Es sprach Robert Gernhardt zum Thema Leben im Labor über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten.